Jetzt bist du der Vormann. Jacinta hat gerade noch ein Autogramm gegeben, das war ein Fan von dir. Ja. Eine Fanfrau. Ich werde so ziemlich jeden Tag gefragt, woher ich komme. Aus England, sage ich immer, und dann kommt regular as fucking clockwork. Andreas, hattest du Spaß? Ja, auf jeden Fall. Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Ja, meine Texte natürlich. Es gibt Momente, da bin ich ausgesprochen träge. Die Physik sagt, das geht jedem Körper so. Ich brauche mich also nicht zu schämen. War nur ein Spaß natürlich. Natürlich die Band war natürlich wie immer ein Vergnügen. Also ich muss sagen, lieber Andreas, deine Texte haben mir doch am meisten Spaß gemacht. ich sagte ja bereits, meine Texte haben mir auch sehr gut gefallen. Aber auch die von Jacinta. Und neulich meinte ich zu einer Studentin, dass mein Papa aus Indien kommt. Sie guckte mich ganz schockiert an. Aber, sagte sie ganz höflich, du siehst fast normal aus. Sag mal, du hast auch ein Hörbuch oder ein Buch mit CD. Gerne. Jacinta hat ein Buch mit CD, das jetzt aus ihrem englischen Einkaufsbeutel herausholt. Deshalb ist mir auch kein Naturgesetz so sympathisch wie das Trägheitsgesetz. Es besagt, dass jeder sein eigenes Tempo hat, solange man ihn in Ruhe lässt. Hier ist die Physik schon wesentlich weiter als die Politik. Die ganze Zeit dachte ich mir, die würden mich wegen meiner Hautfarbe beleidigen und eigentlich wollen sie bloß alle mit mir vögeln. Deutsch werden. Why German people love playing frisbee with their nana naked. Weißt du, es ist so.